Vor dem Start der dritten Staffel von Heimat in der ARD kehren wir nochmal nach Schabach zurück. Dorthin, wo alles begann. Ich liebe sie, deine Heimat. Die erste Staffel der großen Familiensaga Heimat. Ab Montag, hier in Dreisat. Anflug auf ein verschlossenes Land. Willkommen an Bord, willkommen in Nordkorea. Goethe sei Dank. Die Deutschen kommen, um das erste westliche Kulturinstitut zu eröffnen. Deshalb dürfen wir mit. Wir drehen, was wir drehen können. Bilder aus einer verbotenen Zone. Flughafen Pyongyang im Juni 2004. Die Spannung steigt. Die Gastgeber wollen einen guten Eindruck machen. Es ist der Besuch der größten deutschen Delegation seit 1989. In das Reich des geliebten und großen Führers dürfen aber nicht alle einreisen. Einige Journalisten müssen draußen bleiben. Das macht selbst eine erfahrene Delegationschefin wie Jutta Limbach, Präsidentin des Goethe-Instituts, ein wenig nervös. Sind Sie aufgeregt, ein bisschen aufgeregt? ein ganz klein wenig bin ich schon aufgeregt. Aber ich bin so froh, dass wir tatsächlich hier sind, denn es war ja doch eine Reise, wenn nicht mit Hindernissen, aber wo wir bis zum Schluss glaubten, werden wir wirklich in Pyongyang ankommen. Und dass das geschehen ist, gibt mir wiederum eine große Ruhe. Frau Hong, welche Bedeutung hat dieser Tag heute für Ihr Land? Das fragen wir die Gastgeberin, die Chefin der deutsch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wegen der Eröffnung so wertvolle Gäste aus Deutschland gekommen sind. Bevor wir eine weitere Frage stellen können, zeigt sie uns freundlich, aber bestimmt unsere Grenzen. Es gibt noch viele Gelegenheiten für weitere Gespräche. Wir müssen zuerst die anderen Gäste begrüßen. Mehr gibt es nicht, auch später nicht. Kamsahamnida, das lernen wir schnell, bedeutet Dankeschön. Los geht's. Preußisch penibel ist das Protokoll. Auf dem Monitor flimmern Zeichentrickhelden aus heimischer Produktion. Vorbei an volkseigenen Reisfeldern erreichen wir die 2-Millionen-City Pyongyang. Jetzt sind wir mittendrin, im Herzen der Hauptstadt des Bösen. Ausländer dürfen sich nur mit gültigen Papieren in Nordkorea bewegen. Unsere Pässe werden sofort eingezogen. Ohne Dokumente ist nichts möglich, sonst droht die Festnahme wegen Verstoßes gegen das Passgesetz. So einfach ist das. Unser Quartier liegt auf einer Insel im Fluss Taedong. Das Devisenhotel Yanggakdo mit Drehrestaurant in schwindelerregender Höhe. Unerreichbar und unbezahlbar für jeden normalen Nordkoreaner. So präsentiert sich eines der ärmsten Länder als kleines Paradies mit großem Anspruch, Schildkröten, Liftboy und Golfplatz. Alles inklusive. Genauso exotisch ist das Fernsehprogramm und die Instruktion des Herrn Yu. Er bittet uns Journalisten zu einem Gespräch für sachliche Angelegenheiten. Der Mann mit der Goldrandbrille hat nur einen Job, uns zu sagen, was wir dürfen und was nicht. Jetzt sollen wir aufhören mit unserer Kamera. Wir schalten ab, wir sind ja zu Gast hier. Nach 20 Stunden Anreise sind wir hundemüde und doch schlaflos mitten in Pyongyang. Früh um 5 Uhr weckt eine koreanische Waise die 2 Millionen Bewohner der Hauptstadt. Alles erscheint unwirklich wie eine Kulisse.
Der Führer ruft. Die deutschen Parlamentarier, Verleger, Wirtschafts- und Medienleute machen sich auf den Weg. Was auffällt, selbst ein Fahrrad ist ein Luxusgut. Die Nordkoreaner gehen viel und weit zu Fuß. Erster Pflichttermin für die Goethe-Delegation, wie sie bald heißt, ist ein Besuch der Geburtsstätte des Genossen Kim Il-sung. Der Ort heißt Mangyongdae und ist so eine Art Bethlehem für jeden gläubigen Nordkoreaner. An diesem Morgen ziehen Tausende endlos und schweigend zum Wallfahrtsort, um von den großen Taten ihres Genossen zu hören, der vor 10 Jahren starb und den das System für unsterblich erklärt hat. Es erklingt gedämpfte Musik. Gastgeberin Hong erklärt: Es gibt heute offensichtlich kein Land auf der Erde außer unserem, in dem Intellektuelle sorgloser unter der Obhut der Partei und des Führers leben und arbeiten können als bei uns. Sie meint es ernst. Und hier in dieser Hütte ist er geboren, flüstert sie ehrfürchtig. Wir verstehen immer nur großer Mann, große Geschichte und großer Führer. Also der ist der Großvater vom großen Führer Genossen Kim Il-sung und die, sie ist die Großmutter vom großen Führer Genossen Kim Il-sung. Die dort in der Mitte des Alters. Ja, genau. Alles hier ist heilig. Wie in einer Weihstätte. Selbst die Tassen im Schrank. Schnell weiter befiehlt unser Führer Herr Yu, der Mann aus dem Ministerium mit den seidenen Krawatten aus Paris. Unser nächstes Ziel ist der Morabong Park. Warum wir dorthin fahren, wissen wir nicht. Doch alles ist geregelt. Die Genossen haben ihren Plan. Und der wird zu 100% erfüllt. Das Ziel? Die Präsentation von glücklichen Menschen in einer glücklichen Gesellschaft. Hier hat jeder seinen Platz. Auch dieser Kulissenmaler. Das sind dankbare Fotomotive für deutsche Delegationsmitglieder. Ein paar Meter weiter treffen wir, rein zufällig, die populärste Schauspielerin des Landes. Im Trainingsanzug Frau Kim und ihre beiden Kollegen. Sie posieren für den Kalender des kommenden Jahres 94. Denn Nordkorea lebt in einer völlig anderen Zeit. Derzeit schreibt man das Jahr Chuche 93. Chuche ist die Staatsideologie und vor 93 Jahren wurde Führer Kim Il-sung geboren. Worauf kommt es bei der Schauspielerei an, fragen wir. Wissen Sie, Schauspieler müssen die Liebe des Volkes erhalten und ich hoffe, dass wir damit unserem geliebten Führer zur Ehre reichen können. Plötzlich beginnt der ganze Park zu singen. Die Koreaner sind sehr sangesfreudig, von Kindesbeinen an. Die Lieder handeln von der Geschichte des Landes und natürlich vom allwissenden Führer. Der Auftritt der Pionierkinder von Pyongyang. Eine Vorführung dutzender fröhlicher Kindergruppen. Nichts ist zu sehen von Hunger, Armut, Flucht und Verzweiflung. Das alles ist nur westliche Propaganda, lautet die Botschaft. Hier sollen wir die Zukunft Nordkoreas sehen. Die Herren vom Ministerium sind zufrieden. Nichts wirkt gestellt und doch ist alles inszeniert. Ein unscheinbares Gebäude im Zentrum der Stadt. Hier im Cholima Kulturhaus soll jetzt Geschichte geschrieben werden. Doch das deutsch-nordkoreanische Goethe-Experiment ist keineswegs unumstritten. Schon wer eigene Gedichte schreibt, die nicht genehm sind, kann im Arbeitslager landen. Sind die Deutschen nicht einfach blauäugig, wenn sie hier ein Haus für freie Informationen eröffnen wollen?
die kulturelle Arbeit ist etwas unterhalb der politischen Arbeit, was wir beginnen in vielen, vielen Ländern, damit man überhaupt hinterher politische Schritte machen kann, damit man überhaupt Werte vermitteln kann, damit man überhaupt Demokratie, Menschenrechte ansprechen kann. Und das haben wir in vielen anderen Ländern gesehen, sonst müssten wir wirklich in 60% der Ländern weder mit politischen Vertretungen noch mit Goethe-Instituten vertreten sein. Und ich halte es für sehr wichtig, dass man überhaupt erstmal die Gutwilligen erreicht und mit denen überhaupt ins Gespräch kommt und versucht, überhaupt unsere Werte zu vermitteln. Insofern würde ich nicht sagen, nur weil jetzt da Beschränkungen sind, können wir gar nichts machen. Dann dürfen wir wirklich in vielen anderen Ländern, China, in Iran, in afrikanischen Ländern, in anderen Ländern dürfen wir nichts tun. Letzte Vorbereitungen in der Zhongwang-Straße. Im Foyer des Gebäudes, gleich an der Wand, grüßen Kim Il-sung und sein Sohn Kim Jong-il, der Nachfolger. Dazu einige aufgeregte junge Damen. In der zweiten Etage der Goethe-Lesesaal. 130 Quadratmeter Deutschland. Alles ist wohl geordnet. Der Leiter präsentiert die erste ständige Kulturvertretung des Westens voller Stolz, wenn auch nur auf Englisch. For example, you can see so architecture and then Bergbau, biology and then Umwelt and then Physik and Medicine and Mathematics and then Chemistry. And of course, regarding the social science, so those groups also consist of several subgroups, such as literature. Doch wie sieht es mit den zeitgenössischen Autoren aus, mit einem Günter Grass zum Beispiel, dem Nobelpreisträger? In den Regalen entdecken wir einige prominente Schriftsteller, unter anderem Viktor Klemperer. Doch gibt es Günter Grass hier, fragen wir den deutschen Schriftsteller. Günter Grass? Ja. Können wir ihn finden im Lesesaal? German novelist? Actually, so, ja doch, es werden noch einige Bücher kommen. Günter Grass steht im Regal, doch er kennt ihn nicht. Das kann sich ja noch ändern. Lesesaalchef Joe hat offenbar andere, eher geheime Qualitäten. Dann der offizielle Akt im heißen Versammlungsraum. Steif, förmlich, voller Pathos und endlose Reden über Völkerfreundschaft. Und doch, mitten im weiter eiskalten Bruderkrieg der Koreaner, sendet dieser Gründungsakt ein Signal in die Welt. Nordkorea öffnet einen winzigen Spalt seiner verschlossenen Welt in Richtung Westen. Eine kleine Sensation. Das Ende der Isolation, Perestroika in Pjöngjang. Nach einer Stunde offizieller Reden wird die Goethe-Stube regelrecht gestürmt. Erst von den Kulturfunktionären, dann von geladenen Gästen. Welchem Buch wünschen Sie hier in Korea? Wir sehen hier die Menschen, die hier drängeln um die Bücher. Welchem Buch wünschen Sie eine rege und weite Verbreitung? Ich würde mich für ein Brett entscheiden wollen, nämlich für das Brett Zeitgeschichte, wo Bücher unterschiedlicher Historiker, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg und der Zeit danach der deutschen Vergangenheitspolitik auseinandergesetzt haben, wie die Bücher von Wähler und von Winkler und wie sie alle heißen, dass die hier gelesen werden. Denn an diesen Büchern beweist sich, dass man kritisch mit der eigenen Herrschaftsform und der eigenen Gesellschaftsordnung umgehen kann und gleichwohl froh sein kann, unter der Ägide des Grundgesetzes und in der Demokratie zu leben. Trotz aller Euphorie bleiben viele Fragen offen. Wer darf hier wirklich rein, wer nicht? Die Nordkoreaner haben schnell eine Hintertür für Zensur gefunden. So reicht die Darstellung sexueller Freizügigkeit laut Vertragstext zum Verbot der heiß begehrten Bücher, Zeitungen und Zeitschriften. Und? Bei unserer Stichprobe nach der Eröffnung waren zumindest die Zeitungen um viele Monate veraltet. Ein Zufall? Zu all diesen Bedingungen und zur Einhaltung dieser Bedingungen haben sich die koreanischen Partner hier in Pjöngjang per Vertrag verpflichtet. Diesen Vertrag haben sie unterschrieben. Und dieser Vertrag sagt klar, freier und ungehinderter Zugang und ungehinderte und zensurfreies Angebot aller Medien in diesem Saal. Nach dem offiziellen Akt gibt es eine weitere Überraschung. Wir dürfen als erstes westliches Team die Eröffnungsbilder nach Europa überspielen. Wir rasen durch eine nahezu dunkle Hauptstadt.
Nur die Denkmäler werden immer ins richtige Licht gesetzt. Der Rest der Metropole bleibt gespenstisch duster. Kein Wunder bei ständigen Stromausfällen und chronischer Energieknappheit. Das Fernsehzentrum. Normalerweise für Ausländer absolutes Sperrgebiet. Mit frischem Bier aus Singapur und laufender Kamera, an der sich hier seltsamerweise keiner stört, eilen wir durch ein menschenleeres Gebäude. Von hier aus sendet das Regime rund um die Uhr bunte Propagandafilme und endlose Verlautbarungen aus dem Politbüro. Heute gibt es Goethe in Nordkorea, Nachrichtenbilder für den Rest der Welt. Unzensiert, unkompliziert, unvorstellbar noch Stunden zuvor. Als wäre diese Premiere das Normalste der Welt. Die Bilder gelangen tatsächlich nach Deutschland. Wir sind glücklich und stoßen darauf an. Unser Allgegenwärtiger, Herr Yu, ist ein wenig müde, aber sichtbar zufrieden. Motto, es geht doch, wenn man nur will. Der Morgen danach. Das Protokoll verlangt eine Entscheidung. Verbeugen oder nicht verbeugen. Die Nagelprobe für jeden Nordkorea-Besucher. Kotau oder kein Kotau. Jutta Limbach will nicht. Herr Yu ist empört. Alle bemühen sich mehr oder weniger um höfliche Routine. Doch die Stimmung ist völlig gekippt. Die Herren in Schwarz von der Sicherheit schicken ihre Kameraleute weg. Der Eklat soll nicht in die Hauptnachrichten. Konsequent hält die deutsche Delegationschefin Abstand, sehr zum Ärger der Gastgeber. Denn hier heißt es sonst Blumen und Ehre für Kim Il-sung. Hier verlangt das letzte kommunistische Regime alter Prägung ein sichtbares Bekenntnis. Die Nordkoreaner machen es wie immer. Jutta Limbach bleibt auf Distanz. Unser Führer ist sauer. Sein Parteiauftrag ist wohl nicht erfüllt. Das hat Konsequenzen. Er streicht den Besuch der Deutschen im gleichfalls gigantischen Mausoleum. Doch mehr passiert nicht. Früher war das noch anders. Früher hätte das einen Abbruch bedeuten können. Es verändert sich doch etwas in Pyongyang, millimeterweise. Seit dem Wendejahr 89 ist Nordkorea weltweit völlig isoliert. Ein Land mit viel Militär, Misswirtschaft und martialischem Protz. Ein Land arm an Rohstoffen und elementarsten Bürgerrechten. Die Widersprüche sind unglaublich. In der Hauptstadt gebauter Größenwahn, auf dem Land bittere Armut und jahrelange Hungersnot. Die Hoffnungen ruhen auf den Deutschen. Sie sollen vor allem wirtschaftlich helfen. Geradezu bizarr wird diese Charmoffensive um deutsche Sympathien in der großen Studienhalle des Volkes. Das vorzeitige Projekt des kommunistischen Kulissenstaates. Kostenpunkt mindestens 1 Milliarde Euro. Die Wandelhalle. Eine Art sozialistisches Disneyland, Modell 70er Jahre. Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein, trotz moderner Ausstattung. Für die Deutschen schallt zur Begrüßung Heintje vom Band. Besuch im Mediensaal, nur anwesend ist hier kaum jemand. Das Land lebt seit 2 Jahrzehnten von der Substanz. Wenn nichts mehr hilft, wenn gar nichts mehr geht, dann verweist die Partei auf ihren großen Führer und der ist überall anzutreffen. Selbst in der U-Bahn. Die Züge kommen übrigens aus dem alten West-Berlin. Das Licht funktioniert nicht immer.
Im Massenblatt Arbeit der Bild-Zeitung Nordkoreas heißt es über den hochrangigen Besuch aus Deutschland: Die Gäste hörten Erläuterungen über die unvergänglichen Verdienste des geliebten Führers Kim Il-sung, der alle epochalen, monumentalen Schöpfungen errichtet hat. Wir sind müde in Sachen Führerkult. Wir haben genug gehört vom General aus Stahl, der in 100 Schlachten 100 Siege errang. Statt ständiger Inszenierungen wollen wir den Alltag sehen. Einzigartig die schönsten Verkehrsampeln der Welt, auch wenn es kaum etwas zu regeln gibt. Es sind die Polizistinnen von Pyongyang. Zum Alltag gehören seit kurzem auch diese Marktbuden. Sie schießen wie Pilze aus dem Boden. Drehen können wir sie nur heimlich und aus der Ferne. Die Partei duldet seit einigen Jahren private Aktivitäten, aber sie bleiben streng reglementiert. Zeigen darf man sie offiziell nicht. Nach der Hungerkatastrophe der 90er Jahre gibt es in der Hauptstadt inzwischen mindestens 4 riesige Markthallen. Wir fragen den Chef der deutsch-koreanischen Handelskammer, der mit uns vor Ort ist. Haben Sie eine Erklärung, warum daraus in Nordkorea so ein Staatsgeheimnis gemacht wird? Das weiß ich nicht. Ich habe noch keinen Markt gesehen. Wissen Sie von Märkten? Natürlich. Die Koreaner sind immer sehr vorsichtig gewesen, Ausländern diese Märkte zu zeigen. Ich weiß, dass der deutsche Botschafter aus Seoul 1998 hier gewesen ist und so einen Markt besichtigt hat und dort 4 Stunden verhaftet wurde. Nach langem Hin und Her dürfen auch wir einen der Märkte besuchen, ohne verhaftet zu werden. Hier gibt es alles, was es sonst nicht gibt. Von der Wäscheklammer bis zum DVD-Player, von Bananen aus Thailand bis zum gehäuteten Hund, einer alten koreanischen Spezialität. Hier gilt absolutes Drehverbot. Diese Fotos zeigen, die Märkte sind längst etabliert und doch hat die schöne Warenwelt einen Haken. Ein Durchschnitts-Nordkoreaner kann sich die neue Vielfalt zwar ansehen, aber nicht leisten. Ein Kilo Rindfleisch, dafür geht ein ganzer Monatslohn flöten. Auch das ist nordkoreanischer Alltag. Abends geht Pyongyang früh schlafen, Nachtleben Fehlanzeige. Die Straßenbeleuchtung wird abgestellt, Energie ist knapp. Um 22 Uhr gehen auch beim Führer die Lichter aus. Dann ist wieder diese geheimnisvolle Melodie zu hören. Unser letzter Tag. Die BBC-Nachrichten melden, dass Dutzende Nordkoreaner nach China geflüchtet sind. Und dass Süd- und Nordkorea über eine gemeinsame Telefonleitung verhandeln, um künftig das gegenseitige Versenken von Fischerbooten zu vermeiden. Das Ministerium für kulturelle Beziehungen will uns zum Abschluss einen Exportschlager vorführen. Das renommierte Trickfilmstudio, genannt SEK. Über die Prachtstraße Kwangbok gelangen wir zu den Studios. Hier passiert ein kleiner Regiefehler. Der Busfahrer nimmt die falsche Zufahrt. Wir landen hinter dem Studiogelände auf einer Baustelle, die wie vor 100 Jahren aussieht. Keine Maschinen, wenig Material, kaum Technik. Das sei typisch für Nordkorea, murmelt ein Begleiter. Unsere Herren in Schwarz sind sauer. Sie drängen zum nächsten Termin. Wir sind angekündigt in einer der größten Illusionsfabriken der Welt, den SEK-Trickfilmstudios von Pyongyang. Wir können bis zu 7000 Minuten Animation produzieren. Wir fertigen alles nach hohen Maßstäben. Man kann schon sagen, wir sind so gut wie Disney. Es klingt einmal mehr nach Propaganda. Doch die Trickfilmgeschichte ist wirklich wahr. 1600 Spezialisten fertigen Animationsfilme.
auf hohem Niveau und mit modernster Technik, trotz jahrzehntealtem US-Embargo. Kaum zu glauben, hier lernen die weltberühmten Ninja Turtles das Laufen. Weitere Disney-Helden wie König der Löwen oder Pocahontas werden im Reich des Bösen produziert. Amerikanische Hollywood-Stars, hergestellt im kommunistischen Nordkorea. Statt Angst und Schrecken exportiert das Land Cartoons und westliche Helden. Eine Dollarquelle. Die Gründe für westliche Auftraggeber sind einfach. Ein Animationszeichner in Pyongyang soll rund $3 im Monat verdienen. Mehr nicht. Stimmt das? Wir fragen den Leiter der Traumfabrik. Für solche Fragen, wissen Sie, bin ich nicht zuständig. Ich weiß es nicht. Hier gibt es Brot und Kekse statt Illusionen und Trickfilme. 8 Kekse für jedes Kind pro Tag. Das ist die Ration für 20.000 Schulkinder im Raum Pyongyang. Diese Bäckerei, ein deutsch-schweizerisches Projekt der Welthungerhilfe, produziert täglich 3 Tonnen Nahrungsmittel. Nach der großen Hungersnot leisten westliche Organisationen Überlebenshilfe. Denn das Regime, das derzeit an einem Atomwaffenprogramm bastelt, kann ohne fremde Unterstützung die eigene Bevölkerung nicht ernähren. Vor allem nicht in ländlichen Gebieten, in den sogenannten verbotenen Zonen. Dort hat nicht einmal Dirk Reber, Mitarbeiter der Welthungerhilfe, jederzeit Zugang. Not und Armut, nach wie vor Alltag im Reich des großen Führers und der großen Worte. Es ist notwendig, weil in diesem Land nach wie vor Probleme mit der Nahrungsmittelhilfe vorhanden sind. Wir haben laut letzten Erkenntnissen von Studien, 40% der Kinder sind nach wie vor wachstumsgehemmt, 20% untergewichtig. Und dort ist wirklich akuter Handlungsbedarf im Bereich der Nährstoffversorgung. Zum Abschluss harmonische Töne. Letzter Programmpunkt, ein Extrakonzert des Isang-Jung-Ensembles. Goethe ist nun offiziell in Pyongyang angekommen. Die Deutschen haben ihre Mission erfüllt. Ob es ein Erfolg wird, weiß derzeit keiner. Nordkorea heute, ein geteiltes Land, ein Land voller Widersprüche. Und ein System, das mitten im Umbruch steckt und das jetzt einen winzigen Spalt seiner Türen der Abschottung geöffnet hat. Goethe in Pyongyang. Eine Erfolgsgeschichte oder ein schwieriges Unterfangen? Beides. Ich hoffe sehr, es wird eine Erfolgsgeschichte werden, denn wir werden das Projekt sehr eng begleiten. Und es wird nicht einfach sein, denn wir kommen in ein System, das man schon noch als ein diktatorisches bezeichnen muss und wo die Bürger in ihrem Treiben sehr stark beaufsichtigt werden. Das heißt, wir warten ab, ob uns dieses Experiment gelingt, aber unsererseits setzen wir alles daran, um es zu verwirklichen. Die Partner, die wir haben, die nordkoreanisch-deutsche Freundschaftsgesellschaft, scheinen uns gute Gewährsleute zu sein, mit denen wir immer wieder, nacharbeiten können, wenn sich doch die eine oder andere Kontrolle oder Zensur ereignen sollte. Zum Abschied präsentieren die wachsamen Genossen noch eine Kostprobe ihres Könns. Wir sehen uns plötzlich selbst. Als Video, als Bestandteil der Inszenierung. Im Land des großen Führers ist eben nichts zufällig. Auch nicht der Besuch einer deutschen Goethe-Delegation.
Se volete, mi metto di fronte a Bedford. Fino a quando non mi sentite meglio. Se questo vi fa piacere. Ich glaube nicht, dass er der Vater ist. Signora Direttrice. Perlomeno non ho mai visto. Non me lo ricordo. Direttrice. Was gibt es? Nel registro della terza. Quando è così il libro del mio postulante? Ecco qui, vedete, mancano quelli della terza. Mi sembra che la signora Mocchini abbia dimenticato. È una vera pazzia venire qui. Non potrei essere più dello scolare, il fratello maggiore. Ma dovete capire che questo non è assolutamente il posto. Da domenica non ti ho più visto, volevo parlare. Come facciamo? Sì, ma non ora, non qui. Venite oggi a casa mia. Nel pomeriggio, dopo le 5. Arrivederci. Che cosa voleva che ti dicessi? Solo un'informazione. La signora Andreoli. La signora Andreoli è mia figlia, desiderate? Ho un appuntamento, mi ha detto di passare dopo le 5. Renata, signore che ti desidera.